Naja, okay. Wir schauen mal kurz ins Rezept rein. Dämonenschlaf, lalala. Feuerdistel, Feuerstein, Sumpflilie, Rotpilz, Blaupilz, Kalmierkraut, leere Fiole. Ach nee, dieses Xenobil-Holz, das ist ja für was anderes gewesen, für diese Windtore, glaube ich, ne? Feuerdistel, Sumpflilie, Kalmierkraut. Was haben wir denn? Kalmierkraut. Kalmierkraut und Feuerdistel. Okay, Kalmierkraut und Feuerdistel. Das heißt, wir brauchen Sumpflilie. Wächst nur in einem einzigen kleinen Sumpf nordöstlich des Alchemistenturms. Gut, da wissen wir ja, wo es ist. Ich hätte nur immer gedacht, man kann nur eine davon mitnehmen. Gut, das heißt, wir müssen von hier nach Nordosten nach Spannenberg. Einmal komplett um die Welt hier sozusagen. Ach, guck mal hier. Nee, super, wir werden müde. Ah, das ist die Insel der Windtore. Gut zu wissen. Nee, wir werden müde, wir müssen schlafen, verdammt. Ah. Ja, super, jetzt schlafen wir und jetzt ist dunkel. Ui. Die macht aber hell. Na. Wieso muss denn diese riesige Gebirgskette hier sein? Hauptsache, man kommt hier nicht lang. Super. Oh, sorry. Jetzt hab ich's gegen dieses Mikro gehauen. Tja, dann schauen wir mal. Tja, keine Ahnung, wo bin ich hier? Sagt mir gerade nichts. Hilfe, wo bin ich? Ah, okay, Spannenberg. Hier sind wir schon mal richtig, sehr schön. Wo ist das denn nochmal? Irgendwo oben. Irgendwo im Alchemistenturm. Irgendwo da im Sumpf, wo man so schön vergiftet werden kann. Na? Ist es nicht das? Ist es das? Ist es das? Ja, tatsächlich. Cool. Sumpflilie. Dreck mitnehmen. Und jetzt müssen wir doch eigentlich. Also, Feuerdistel check. Feuerstein check. Sumpflilie check. Rotpilz, Blaupilz, Kalmierkraut. Leere Fiole. Okay. Rotpilz, Blaupilz. Also, ich weiß, wir haben irgendwo mal einen Rotpilz mitgenommen. Da bin ich mir relativ sicher. Wir können ja eigentlich auch Nelvin mal alles geben. Feuerstein, Helvin. Xenobil braucht er noch nicht. Feuerdistel. Leere Fiole. Ich habe einen Rotpilz mitgenommen gehabt, das weiß ich ganz genau. Vielleicht haben wir das beim Freiherrn da in der Truhe mit drin. Das könnte sein. Ja, der Hexenbesen, der geht schon ordentlich ab, ne? Das ist. Ach so, das ist diese Diebeshütte. Wo
Wobei ich möchte noch mal, also Rotpilz bin ich mir relativ sicher, dass wir einen haben. Ich möchte noch mal ganz kurz hier zum Warenhändler und schauen, ob der einen Blaupilz hat. Ah, guck mal hier. Da steht zwar nur Normalpilz, aber das wird ein Blaupilz sein. Gehe ich jetzt einfach mal schwer von aus. Jetzt weiß ich zwar nicht, warum ich dem Egel Dinge gegeben habe, aber ist egal. Dann kriegt er den wieder. Wobei muss der denn Pilz, also Blaupilz heißen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. So. Dann gehen wir mal oben an unsere Kisten dran. So. Also hier ist ein Rotpilz. Okay. Der ist rot und ist ein Pilz. Also ist ein Rotpilz. Gut. Und hier ist auch ein Rotpilz. Okay. Tja, also mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Das heißt, wir könnten dann eigentlich zu der Nera gehen und hier diesen Trank herstellen. Haben wir doch jetzt alles. Rotpilz, Blaupilz, drei Kräuter, Feuerstein, Fiole. Alles da. Perfekt. Was will man mehr? Gucken, ob der Egel vielleicht noch trainieren kann. Aber da war nichts mehr, ne? Nee, die sind schon ohne Ende drüber. Ohne Ende. Aber alle. Okay. Nee, da geht nichts mehr. Okay. So. Dann wollen wir mal wieder rüberfliegen. Ich hoffe, ich treffe die Insel jetzt auch. So, hier müsste ja New Lake sein. Leona, mal ein bisschen Licht machen. Ach, wir werden schon wieder müde. Nein. So, und irgendwo hier drunter müsste doch jetzt... Da, oder? Wobei ich erinnere mich eigentlich nicht an diese ganzen Felsen hier. Okay, wir müssen einmal schlafen. Geht nicht anders. Mehr Felsen, hey. War das nicht hier irgendwo? Ich habe mich schon wieder verflogen. Windtor. Ich sollte viel mehr nach Karte fliegen. Nein. War das nicht hier? Okay. Hier ist irgendwie so ein Garten. Garten müsste ja eigentlich in irgendeinem Häuschen sein. Das hier allerdings nicht ist. Ich habe mich schon wieder so hart verflogen. Das tut mir so leid. Oh, jetzt sehen wir wirklich gar nichts. Okay, warum sehen wir jetzt so viel? Was passiert hier? So, wo sind wir denn hier?
Ist das hier wieder diese Waldinsel? Dann müssen wir ja nach Nordosten hoch. So hier vielleicht? Ja, das sieht doch gut aus. Hexenhaus, perfekt. Genau da wollte ich hin. Ihr werdet müde, ja. Gut, dann schlafen wir noch mal kurz. Moment. Ich komme noch hier gar nicht hin. Das heißt, ich muss von draußen auf diesem über diesen Hügel da rein, an den ich ganz, ganz schlechte Erinnerungen habe. Boah, wo war der denn jetzt? Hier, ah, okay. Okay, ja, hier funktioniert super. Ach, was mache ich denn hier, meine Güte? So, ja, das Beste wäre, wenn wir einfach sagen können, okay, das Rezept einmal anwenden, aber das wird wahrscheinlich so einfach sein. Ansonsten haben wir ja alles. Nein. Doch, tatsächlich, der macht's. Wunderbar. Nachdem ihr die letzte Zutat in den Kessel geschüttet habt, verdickt sich das Gebräu. Ihr füllt es in eine eurer leeren Glasflaschen. Dämonenschlaf. Das ist richtig gut. Klasse. So. Ja, das speichern wir direkt mal. Gut. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle mal eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, ja, da sind wir auch wieder. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Also, ich würde sagen, also wir haben jetzt diesen Schlummertrunk hier, ne, für diesen Dämon vom. Ach, guck mal, das Rezept haben wir immer noch. Vom Nelvin. Nur, ich kann mich daran erinnern, dass das relativ heftig war. Also, es ist eher so endkampfmäßig mit dem Dämonenschlaf. Weil da muss man das relativ spät hin. Das ist, glaube ich, für uns noch ein bisschen zu heftig. Was ich, glaube ich, vorher noch machen würde, ist diese Geschichte mit Sansri. Und Sansri, das ist ja irgendwas, keine Ahnung, so eine Schlangenmagierin, weiß ich nicht. Und das müssen wir identifizieren, sehe ich hier gerade. Und um dahin zu kommen, brauchen wir definitiv so eine Windperlenkette. Also wir müssen da über diese Windtore hin und das ist ein echtes Problem. Denn um da hinzukommen, müssen wir auch diese Kette erstmal fertig machen. Das war ja nicht ganz so einfach. Ich möchte deswegen nämlich mal ganz schnell hier reingucken. Also Abhandlung über die Windtore von Lyramion. Was sind Windtore? Wissen wir. Was braucht man? Windkette. Neue Kette herstellen auf der Insel der Winde. Im gerechten Altar. Perlmuttkette sowie 12 Windperlen. Okay. Xenobelholz braucht man nur, wenn eins kaputt ist. Okay. Okay, wir brauchen also eine Perlmutkette und 12 Windperlen. Okay. Also hier haben wir schon mal eine Windperle. Perlmutkette werden wir wahrscheinlich. Ach, hier ist sie. Okay. Ah, die macht uns schneller. Okay, zumindest die haben wir. Und auf jeden Fall, ja, weiß nicht, zwei Windperlen haben wir. Wir brauchen aber 12. Und ich hoffe, 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 dass wir ganz viele noch beim Freiherrn da in der Truhe drin haben. Aber genau da müssen wir dann jetzt nachschauen. Okay.
da mal ab nach Nordwesten. Oder wir können noch Döners Mine machen. Wir müssen, glaube ich, sogar Döners Mine machen. Denn da wird höchstwahrscheinlich auch noch so eine Winz. Ja, so eine Kette drin sein. Okay, nee, okay. Kommando zurück. Dann müssen wir das hier erst machen. Weil das ist schon ein größerer Quest hier, glaube ich. Und überall, wo so ein größerer Quest ist, da wird es dann auch sowas geben. Ich hoffe doch, wir sind hier irgendwo richtig. Also es ist irgendwo unten an so einer riesigen Gebirgskette. Und das ist eine riesige Gebirgskette hier. Oh, hier? Nein. Hilfe, wo ist das? Irgendwo muss hier der Eingang sein zu der Dönermine. Boah, das ist aber richtig weit weg. Hallo? Hier ist ein Windtor, das. Ah! Ne, hier ist doch Gemstone, ne? Ne, hier ist Gemstone, hier waren wir schon. Ja, wo ist denn die Mine? Die muss dann doch auch hier irgendwo sein. War die nicht hier irgendwo? Fliege ich jetzt gerade durch die Gegend hier? Ich erinnere mich, also ich meine mich zu erinnern, dass das irgendwo hier war. Hm.